Der Schokolatier der Tiroler Edlen, Hans-Jörg Haag, hat seine Weihnachtskekswerkstatt wieder in die Kinderklinik gebracht. Es freut mich besonders, dass ich jährlich zu euch kommen darf. Das ist mir so ein Anliegen, das ist mir so nett, wenn ich die Kinder dort Kekse basteln sehe, belegen sehe, und da geht mir das Herz auf, ich bin selber Vater. Und gerade in diesen Räumlichkeiten, glaube ich, sind solche Sachen besonders wichtig. Vanille, Zimt und Lebkuchengewürz. Der Duft von frischen Keksen ist aus der Adventzeit nicht wegzudenken. Viele Patientinnen und Patienten müssen darauf aber wegen eines längeren stationären Krankenhausaufenthalts verzichten. Und gerade für Kinder ist das natürlich doppelt schwer. Die Frage erübrigt sich, wenn man da in diesen Raum kommt und die Kinder sieht, mit was für einem Enthusiasmus, mit was für einer Freude sie da gleich an die Sache gehen, mit was für einer Kreativität sie dann in ihre eigenen Keksel backen und auch jeden mit einbeziehen. Und da ist alles beantwortet. Das heißt, es ist die Freude am Tun und am was beitragen können. Um das lange Warten auf das Christkind zu verkürzen, durften sich die Kinder unter Anleitung von Hans-Jörg Haag als Keksbäckerinnen und Keksbäcker betätigen. Der Kreativität waren dabei keine Grenzen gesetzt. Es wurde in Schokolade getaucht, mit Marmelade bestrichen, bunt verziert. Natürlich nicht, ohne auch ausgiebig zu probieren. Ja, man, natürlich, wenn man selber Kinder hat, weiß man, was es heißt, wenn das Kind im Krankenhaus sein muss, vor allem zu einer Zeit wie dieser, wo doch die Familie sehr wichtig ist und die Gemütlichkeit auch zu Hause. Und deswegen war es mir schon ein großes Anliegen, dass ich das heute schaffe, dass ich da herkomme. Und ja, der Papa ist beim Kindsen, also funktioniert das super. Ja, also ich war da jetzt beim Schokodunken und das ist vom Dunken immer gleich im Mund bei den Kindern, bei mir natürlich auch ein bisschen. ich finde, es ist einfach eine schöne Abwechslung, sie haben großen Spaß und natürlich jedes Kind liebt Kekse. Also ich kenne bis jetzt noch kein Kind, das nicht gerne ein paar Weihnachtskeksel mag. Leuchtende Augen und schokoladige Kindermünder zeugten von der großen Freude der kleinen Helferinnen und Helfer des Christkinds.